Und damit herzlich willkommen zu der wunderschönen Hommage zu den herrlichen alten NES-Zeiten von 1987, welche hier quasi im klassischen RPG-Style gefeiert wird, muss man mal sagen. Ich bin ja auch nicht so der heutzutage typische RPG-Spieler, wenn man das so weiß, ja. Und freue mich, euch dieses Spielchen vorstellen zu dürfen, da es wirklich absolut episch gehalten ist und klassisch auf dem früherigen RPG-Style. So, damit wollen wir ein neues Spielchen spielen und beginnen. Und das ganze Spiel befindet sich momentan noch in der Beta. Dieses wird allerdings am 6. Februar 2015 dann auch erhältlich sein. Ja, bei Steam und allen anderen Plattformen. Momentan ist es in einer Open Beta derzeit sogar über Desura schon erhältlich, ist aber auf der englischen Version. Ich besitze momentan die Closed Beta, könnte man so sagen. Und diese ist schon auf Deutsch. Wobei man sagen muss, dass The Big Father eigentlich ein deutscher Developer ist. Also ein Entwicklerstudio. Und das Spiel halt eigentlich normalerweise generell auf Deutsch entwickelt wurde. Ja, dazu gibt es auch nochmal einen schönen Trailer, den ihr unten in der Beschreibung finden werdet. So, kommen wir aber zurück zu diesem schönen neuen Spielchen, und zwar, ihr seht schon, man kann das Spiel Kampagne 1 mit schwer beginnen. Darunter kommt dann Kampagne 2, diese ist brutal, also es gibt hier weder normal noch leicht, und dann gibt es Kampagne 3. Ihr seht selbst, es ist der reinste Irrsinn. Aber das soll uns nicht abschrecken. Zudem möchte ich noch kurz sagen, dass ich leider Legastheniker bin und daher einige Texte vielleicht mal etwas verzögert sind oder eben ich mich verlese etc. Flubkeks. So. Ist nicht auch raus, und jetzt wollen wir hier endlich mal hier. Södele. Willkommen in der Taverne. Einige tapfere Helden haben sich in diesem fernen Gefilde eingefunden. Sie sind auf der Suche nach Schätzen und Ruhm. Heuer drei Helden für eure episches Abenteuer an. Und wie ihr gemerkt habt, da haspelte es schon ein wenig, aber ich hoffe, es ist doch erträglich. Ich muss ja auch dazu sagen, dass ich ja meistens versuche, Texte oder textlastige Spiele zu vermeiden, da ich nun mal an Legasthenie leide und aber ich hoffe, es ist doch zumutbar. Ansonsten lest es selbst. Ja, so. Kann nämlich auch sein, dass ich dem Text nicht allzu getreu bin. Aber na gut, das sei erstmal da so hingestellt. Dann wollen wir doch mal. Ich bin Trophäen. Was bist du? Du hast Trophäen? Nein. Also, wir haben hier verschiedenste Charaktere. So wie das Spiel aufgebaut ist, findet man in der Taverne immer so um die, glaube ich, 5 Helden. Wir müssen mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jo, dann sind es eben nur mal 8. Ja, aber egal. Dann können wir aus diesen erstmal unseren Squad quasi auswählen, womit wir dann unser Adventure starten können. So, dabei wäre zu beachten, dass man möglichst einen Frontman hat, einen, der möglichst einen Fernkampf machen kann, und einen Healer. Könnte man so sagen.
Die haben natürlich auch spezifische Bezeichnungen dafür, wie eben Tank oder ja, ne? Zum Beispiel, er hier ist Ron Strider und ist ein Mensch. Hier gibt es nämlich auch Figuren, die keine Menschen sind. Es gibt nämlich auch Fabelwesen und Zwerge und sonst was. Insgesamt sollen es auch sogar 30 oder mehr Figuren sein, die man selbst spielen kann, was keine NPCs darstellt. So, jeder hat auch seine eigene, ja, Literatur dabei, seinen eigenen Werdegang, also sehr schön gemacht, muss ich sagen. Das werde ich natürlich jetzt nicht bei jeder Figur vorlesen, nein, das wollen wir gar nicht. So, dies hier wäre jetzt ein Jäger. Der Jäger, wie man sieht, schießt schon mit Pfeilen, den hatten wir vorhin auch kurz angewählt. Und diese Pfeile haben verschiedene Wirkungen. So, aber zu diesen Sachen können wir auch später noch kommen. Zum Beispiel der Blitz oder hier auch dieser Vergiftungstropfen ist zum Beispiel, steht auch drunter, dass es Giftbolzen sind, die er schießt, und dann ist der Gegner mit Wahrscheinlichkeit 100 bei diesem jetzt vergiftet und wird pro Runde dann eben einen Giftschaden erleiden. Sodele. Den heuern wir erstmal an, dann hätten wir noch ein Frontmann zu sehen. Wir hätten entweder diesen Zwerg, wie gesagt, ein nur Zwerg halt und kein Mensch oder so. Hier oben haben wir Life und die Stärke des Ganzen. Die anderen Werte kommen wir später vielleicht drauf zu. Er hier kann sich zum Beispiel nochmal ein zusätzliches Schutzschild geben. Es gibt leider null Heilung. Ist schade. Ziel ist sich selbst, also er kann sich selbst nur damit beschießen oder sagen wir beschützen in dem Falle. Es verursacht 100% Defense Bonus und 100% Defense Bonus. Und zwar einmal das orangene Schild und einmal das, ja, was ist denn das für eine schöne Farbe? Pink? Ich glaube schon. Sprich, jedes Zeichen hat auch seine Bedeutung, und zwar einmal ist das der normale Schaden in Orange dargestellt und einmal der pinke Schaden, das ist der magische Schaden, den man hier auch in diesem Spiel erleiden kann. So, zudem hat er noch das andere Schutzschild, verursacht Damage 100 und das Ziel ist 1, also er kann es auf einen anwenden und dementsprechend wird demjenigen zu 100% Wahrscheinlichkeit, denke ich mal, ja, die Deckung etwas genommen. Den heuern wir einmal an und dann brauchen wir noch einen Magierin. Hier oben hätten wir eine, ein Himmelskind, eine Schurken. Uiuiuiui. So, sie hat sehr wenig Leben, ist sehr schwach. Dafür eben hat sie Dex, Int und Fey, naja, ist auch nicht so dolle. Aber, ja, sie hat ihren schönen Dolch, womit sie guten Schaden machen kann. Quasi ihre Skills, so nennt man das Ganze. Und, ja, sie kann sich nochmal verstecken vor Gegnern. Oder aber, wir schauen mal sie hier an. Sie hat einmal Schutz, ist menschliche Zauberin. Und ja, Heilung gibt es und auch nochmal Bonus für Defense und Offense. Ne, Defense nur, sorry. Also normal und magisch. Und das hier ist einfach nur Heilung und macht alle negativen Statuseffekte. Das bedeutet Vergiftung, Verbrennung und so weiter. Was es auch alles gibt, kann man hiermit wiederum lösen. So, und sie hat Int wesentlich höher als die andere vorhin, hat aber ein Leben und Stärke, naja, ne, brauchst du auch nicht wirklich. Sondern sie basiert natürlich auf Magie, ist eine Magierin, Zauberin. Und daher geht es auf Int, Intelligenz. Und ja, umso höher dieses ist, umso mehr kann sie heilen oder aber auch viel Raumschaden verursachen. So, dann heuern wir sie hier an.
Jetzt haben wir hier unten unseren Squad, unser Team zusammengestellt.